merkte ja, jetzt ist der richtige Brandner dran, sozusagen. Man merkte ja so eine klammheimliche Genugtuung bei Ihnen, dass die Carola-Brücke aus Dresden nicht in Ihren Geschäftsbereich fällt. Aber vor einer Woche waren den Medien zu entnehmen, dass eine Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken eine Analyse angestellt hat, nach der, ich zitiere mal, 43 Brücken mit mehr als 50 Meter Länge auf deutschen Bundesautobahnen die Note ungenügend verdienen. Ich kenne nicht aus der Schule noch die Note ungenügend, da war immer Hopfen und Malz verloren und alles war am Ende. Welchen Einfluss haben diese Brücken, die ich gerade genannt habe, die 43 Brücken mit der Note 6 auf das deutsche auf das deutsche Autobahnnetz? Herr Kollege, wie ich eben gerade ausgeführt habe, sind es nicht die Brückennoten, die einen wesentlichen Einfluss auf die Priorisierung haben, sondern eine viel präzisere Angabe, nämlich der Traglastindex. Das ist das, was ich an Präzision in die Priorisierung von Infrastruktursanierungen reingebracht habe. Das ist das Ergebnis des Brückengipfels, den ich Anfang 2022 auf den Weg gebracht habe. Und deswegen ist diese Argumentation mit den Brückennoten nicht mehr aktuell. Wir arbeiten eine Woche mit diesen... Ja, das mag ja sein, dass die Brückennoten eine Woche alt sind, aber deswegen ist es trotzdem so, dass wir nicht mehr danach arbeiten, sondern wir arbeiten nach dem Traglastindex und der Netzbedeutung. Das ist die entscheidende Größenordnung. Und ich habe ja schon gesagt, wir kommen mit dem Sanierungskonzept sehr gut voran. Wir haben ein Drittel der sanierungsbedürftigen Fläche der 4000 Autobahnbrücken bereits abgearbeitet. Und das ist ein Erfolgsprojekt, an dem ich festhalte.